Hallo, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit dem Anime CC Tutorial und zwar dem zweiten Teil für Virtual Kamera. Mit der virtuellen Kamera von Anime CC kann man so eine Kulissenansicht machen. Und hier habe ich sie so erstellt, dass man mit Mausbewegung und Scrollrad in diese Kulissen so reinzoomen kann mit dem Scrollrad und mit Bewegung der Maus hin und her bewegen kann und auch rauf und runter bewegen kann. Dazu muss man zuerst so eine Datei erstellen mit verschiedenen Ebenen und einer Kameraebene. Das habe ich in einem vorigen Tutorial schon erklärt. Ich habe jetzt hier schon mal etwas vorbereitet und zwar habe ich hier die Kameraebene und hier habe ich die einzelnen Ebenen. Das ist die eine Ebene, dann die nächste Ebene, dann diese hintere Ebene und dann gibt es zum Schluss hier noch so eine Wolkenebene, die keine Tiefe hat, deswegen ist das Kamerasymbol hier so eingeschaltet. Und hier oben haben wir eben diese Kameraebene. Hier. Und diese verschiedenen Tiefen dieser Ebene, die stellt man hier ein, wenn man da drauf klickt. Jetzt habe ich hier für meine Ebenen, kann ich jetzt hier die Tiefe so einstellen, dann rückt die mehr nach vorne und nach hinten. Oder man kann auch hier diese Balken so bewegen. So, jetzt geht es in diesem Tutorial darum, dass man diese ganze Sache nicht mit einem Tweening macht. Man kann hier auf der Kameraebene jetzt so ein Tweening machen und dann nach vorne, nach hinten scrollen und so weiter. Wie gesagt, habe ich in dem anderen Tutorial erklärt. Sondern hier geht es darum, dass das mit der Maus geschieht. Dazu mache ich mir jetzt erstmal hier eine neue Ebene für das JavaScript. Die nenne ich mal Actions. Und jetzt mache ich hier mal das Action-Fenster auf. Und jetzt brauche ich hier erstmal Zugriff auf die Kamera. Beziehungsweise ich erstelle ein neues Virtual Kamera Objekt. So, ich habe jetzt hier eine Variable Kamera OBJ erstellt und erzeuge so eine neue Instanz dieses Kameraobjektes. Dieses Kameraobjekt hat jetzt alle möglichen Eigenschaften. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal eingebe Kamera OBJ Punkt, dann sehen wir hier in dieser Codevervollständigung, was es alles für Eigenschaften dieses Kameraobjektes gibt. So, ich habe die hier mal alle aufgeführt. Wie gesagt, könnt ihr auch selber sehen, wenn ihr einfach eure Instanz des Kameraobjektes aufruft und dann einen Punkt dahinter schreibt, dann seht ihr das alles. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Funktion, die ständig durchläuft, um die Ansicht zu aktualisieren. Dazu mache ich jetzt hier erstmal einen Event Listener mit dem Event Tick. Und meine Funktion nenne ich mal MoveCam. Und mit BindThis gebe ich jetzt an, dass das This in der Funktion das This ist, welches quasi hier auf der Bühne definiert ist. So, jetzt müssen wir natürlich die Funktion auch erzeugen. Und jetzt will ich ja die Kamera mit der Mausposition bewegen, also brauche ich erstmal Zugriff auf die Mausposition. So, dazu brauchen wir also erstmal die Mausposition. Ich erzeuge eine Variable und greife auf die Mausposition des Browsers zu, muss die aber dann in das Koordinatensystem des Canvas-Elementes übertragen. Und das mache ich mit Global to Local.
Es wird ein Point-Objekt erstellt und jetzt brauche ich die X- und die Y-Position dieses Point-Objekts. So, und jetzt kann ich mit p.x und p.y auf den xy-Wert der Maus zugreifen. Wenn ich aber jetzt diesen px-Wert oder py-Wert direkt der Kamera zuweisen würde, dann würde die Kamera viel zu weit nach rechts, nach links und nach oben und nach unten gehen. Das heißt, ich brauche also einen Bruchteil dieser Mausposition. Ja, wenn meine Maus jetzt am rechten Rand der Bühne ist, dann wäre ja der Wert 1000. Ne? Mein Canvas-Element hat eine Breite von 1000 Pixeln. Und das wäre einfach zu groß für den Kameraausschlag. Also teile ich mir diese Mausposition meinetwegen durch 4 oder was auch immer. Ne? Muss man ausprobieren. Des Weiteren ist es ja so, wenn die Maus ganz links ist, dann ist der Wert ja 0. Und wenn der Maus ganz rechts ist, ist der Wert ja 1000. Ich möchte aber, dass der mittlere Wert quasi in der Mitte liegt. Also ziehe ich einfach die halbe Breite der Bühne von der Mausposition ab. So, ich definiere jetzt mit XPOS den Wert für die Kamera und sage jetzt px minus 500, ne, also die halbe Breite der Bühne. Ne, das heißt, wenn die Maus jetzt auf 0 liegt, ist es minus 500. Wenn die Maus auf 500 liegt, ist es 0. Und wenn die Maus auf 1000 liegt, ist es 500. Ne? Ich habe also jetzt Werte von minus 500 bis 500 und 0 ist genau in der Mitte. So, das ist aber wie gesagt zu viel, also sage ich mal hier das Ganze geteilt durch 4 meinetwegen. So, bei Y, also bei der vertikalen, mache ich das genauso. B.Y minus, was weiß ich, sagen wir mal 150, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Bühne ist. So. Ne, das wäre das. Und jetzt kann ich einfach meiner Kamera diese Werte zuweisen. Und zwar mit Z-Position. Also Kamera. Z-Position. X-Pos. Y-Pos. Z-Pos könnte man jetzt auch noch machen, schenke ich mir mal die Tiefe. Und so, jetzt probieren wir das mal aus. Ne, wir sehen also jetzt, das funktioniert. Was nur so ein bisschen blöd ist, die Bewegung ist sehr direkt. Ne? Die ist überhaupt nicht dynamisch, sondern ne, die wird sofort ausgeführt. Ich kann nach links und rechts navigieren und ich kann nach oben und unten gehen. Wir können den Wert ja mal für oben und unten auswechseln. Und wenn ich rauf und runter gehe, soll er nicht rauf und runter gehen, sondern er soll in die Tiefe gehen. Oder beides. Ne? Ich sage jetzt also hier für die Z-Position auch mal Y-Position und probiere das Ganze nochmal aus. Jetzt sieht das Ganze so aus, ne? Der geht also einmal nach oben und nach unten, aber auch in die Tiefe. So, ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich sage für die Z-Position das soll eben auch PY sein, aber vielleicht nicht so tief, ne? Also ich sag mal geteilt durch 2. So, jetzt wird also die
Z-Position und die Y-Position von der Rauf-Runter-Bewegung der Maus definiert. Das Ganze ist aber noch nicht so prickelnd, weil es eben nicht dynamisch ist. Es wäre ja schöner, wenn sich das fließend auf die Position zubewegt und nicht sofort. So, da gibt es jetzt einen schönen Trick für eine fließende Bewegung. Im Moment ist es ja so, dass die Kamera eben den Befehl kriegt, genau auf diese bestimmte Position zu gehen. Ne, das ist ja hier bei uns in der Programmierung dieser Wert X-POS. Mit jedem Tick, ne, sobald die Maus an der Stelle ist, geht die Kamera eben auf diese drei Werte. So, eine schöne dynamische Bewegung funktioniert jetzt folgendermaßen. Stellen wir uns mal vor, unsere Kamera, die hat ja jetzt eine ganz bestimmte Position. Und ich sage jetzt nicht, die soll sofort zu dieser Zielposition gehen, ne, das ist die Zielposition, sondern ich habe ja hier eine Strecke von da nach da. Ich berechne mir diese Strecke und sage, die Kamera soll die Hälfte der Strecke auf diese Zielposition gehen. Das Ganze geschieht ja 24 Mal pro Sekunde. Das heißt, die Kamera geht jetzt dahin. Beim ersten Tick, ne, bei einer ersten 24. Sekunde. So, beim nächsten Mal kriegt sie wieder den Befehl, die Hälfte der Strecke zu gehen. Wäre die Kamera da? Dann wieder die Hälfte. Dann wäre sie da, dann wieder, dann wieder, dann wieder, dann wieder, dann wieder. Das heißt, die Kamera macht also eine ganz schnelle Bewegung, die wird dann immer langsamer. Ne? Also eine dynamische Bewegung auf das Ziel zu. Jetzt ist allerdings die Hälfte der Strecke noch viel zu schnell. Ne, das wäre dann immer noch sehr abrupt. Aber man könnte ja auch stattdessen sagen, nehme ein Drittel der Strecke oder ein Zehntel der Strecke. Ne, und dann würde das Ganze noch etwas langsamer vonstatten gehen. Und das machen wir jetzt. Ne? Wir programmieren quasi jetzt mal diese dynamische Bewegung. Wir rechnen also aus, wie groß ist der Abstand vom Zielpunkt zur Kamera. Und sagen dann, die Kameraposition soll eben plus diesen Abstand zur Zielposition geteilt durch irgendwas einnehmen. So, das wird ja später geändert. So. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal die Kameraposition. Also sage ich var campos gleich Camera Object Get Position. Ne, damit kann man sich jetzt die X, Y, Z-Position holen, indem ich sage campos.x, campos.y und so weiter. So, jetzt brauche ich drei Variablen für jeweils die drei Achsen. So, und diese drei Variablen, die werden dann gleich dem Kameraobjekt Z-Position zugewiesen. So, die Entfernung. Ja, der Weg von der Zielposition zur Kameraposition ist ja X-POS minus CAMPOS X. Ne, das ist dieser Weg. Ne, das ist die Entfernung der Kameraposition zur Zielposition. So. Die Strecke soll die Kamera aber nicht sofort einnehmen, sondern geteilt durch 10. So, und das Ganze soll ja der X-Position bzw. der Kameraposition quasi hinzu addiert werden. Ne? Also Cam plus X plus ein Zehntel der Strecke. Ne, und dadurch, ne, und das wird dann jetzt hier der hinter der Kameraposition hier zugewiesen, Pos X. Und für Y machen wir das dann genauso und für Z. Dazu nehmen wir dann natürlich hier gleich die gleichen Formeln. Jeweils mit den anderen Werten. Und so, jetzt testen wir das mal. So sieht's aus.
Ne, diese Bewegung auf der Z-Achse müsste man vielleicht noch ein bisschen einschränken oder die Tiefe der Ebene da noch mal so ein bisschen verändern. So, das Ganze kann man hier auch mit dem Scrollrad machen, ne, das in diese Tiefe gehen. Dann müsste man allerdings noch ein Event hinzufügen, der auf das Scrollen reagiert. So, also jetzt wollen wir das Zoomen bzw. die Bewegung auf der Z-Achse durch Scrollen erstellen, ne? Dazu brauchen wir erstmal einen Event-Listener, der auf das Scrollen reagiert. Der wird dem Canvas-Element zugewiesen. Und der heißt MouseWheel. So. Dann rufen wir da eine Funktion auf. Ich nenne sie mal Zoom, obwohl der Name nicht ganz passend ist. Weil es ist ja eigentlich kein Zoom, sondern mehr eine Bewegung auf der Z-Achse. So, hier unten wird die Funktion erzeugt. Und jetzt kann ich mit diesem MouseWheel-Event auf Delta Y zugreifen und Delta Y liefert mir 100, wenn ich nach unten scrolle und minus 100, wenn ich nach oben scrolle. Und mit dem Wert lässt sich ja jetzt was anfangen. Ne? Damit kann ich ja jetzt ne, mich auf der Z-Achse bewegen. So, jetzt haben wir ja einmal hier unsere Variable Z-Post, die soll ja hier jetzt irgendwie anderweitig definiert werden. Ich schmeiß die mal da oben raus oder klammer die aus. Und die soll jetzt hier unten definiert werden. Deswegen definiere ich die mal hier außerhalb. So, nun weisen wir der Variable Z-Pos diesen Wert Event Delta Y zu. Und zwar mit Plus gleich. Damit sich der Wert ständig erhöht oder kleiner wird, je nachdem in welche Richtung. Und damit es nicht 100 oder minus 100 ist, sage ich mal 0,1, also ein Zehntel. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Und siehe da, es funktioniert. Es scrollt natürlich bis ins Nirvana. Da müsste man jetzt mit einer If-Struktur das nochmal einschränken in die eine und auch in die andere Richtung und dann ist es fertig. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Empfehlt mich weiter. Besucht meine Homepage www.pastorpixel.de. Da findet ihr auch weitere Tutorials zu Anime CC und zur Programmierung des Ganzen.